hereinspaziert zum Fallout Friday, zur ersten Sendung mit unserem neuen monatlichen Rhythmus. Und ja, seit der letzten Ausgabe ist eine Menge passiert im Commonwealth. Unter anderem hat Bethesda nach Automatron auch den zweiten DLC Wasteland Workshop veröffentlicht. Und der richtet sich ganz klar an euch Siedlungsbauer da draußen. Wenn ihr also stundenlang an eurer Basis rumbaut, dann ist das genau das Richtige für euch. Mein Kollege Julius hat sich das Ganze mal im Detail angeschaut. Dazu gibt es auch ein separates Video. Ich zeige euch aber jetzt hier nochmal sein Fazit. Und wir können nun in Neonbuchstaben unseren Namen an die Wand schreiben. Sofern wir ihn buchstabieren können. Danke, Julius. Außerdem erschienen ist die Beta-Version des Survival-Modus für PC auf Steam und damit hatte ich schon eine Menge Spaß, denn dieser Survival-Modus krempelt das Spielgefühl von Fallout 4 ganz schön um. Es gibt keine Schnellreise mehr, man kann nicht mehr frei speichern und alle Kämpfe sind sehr, sehr tödlich. Das heißt, man muss deutlich vorsichtiger sich im Commonwealth bewegen und zumindest mir hat das eine riesige Menge Spaß gemacht. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass aus dem normalen Modus so ein bisschen die Luft raus ist, probiert das mal. Kostet ja nichts. Gibt's wie gesagt auf Steam, da klickt ihr einfach rechts auf eure Fallout-Installation, geht da auf die Registerkarte Beta und im Pull-Down-Menü wählt ihr dann Survival-Modus aus und dann ist der aktiviert. Die Community entwickelt den übrigens zusammen mit den Entwicklern, das heißt, wenn das Spiel dann so weit fortgeschritten ist, dass die Entwickler das Gefühl haben, das ist jetzt fertig, dann wird das auch kostenlos auf die Konsolen ausgerollt. Außerdem hat Bethesda Leute eingeladen zur Beta des Creation Kit, also den offiziellen Mod-Tools. Passiert ist das im offiziellen Forum in einem speziellen Thread, auf den man einfach nur mit Yes antworten musste. Es sieht aber momentan so aus, als wäre dieses Kontingent erstmal erschöpft. Wenn aber Bethesda schon Leute von außen zum Testen einlädt, dann bedeutet das ja, dass das ganze Ding bald fertig sein müsste. Laut offiziellen Planungen soll es ja noch im April erscheinen. Im Juni erscheinen soll dann der nächste große DLC Farhaber und dazu gibt es zumindest die neue Information, dass der von der Dateigröße her fünfmal so groß ist wie Automatron. Entsprechend viele neue Assets und Inhalte dürften da drin sein. Wie groß der denn aber als Spiel wirklich ist, finden wir dann erst im Juni raus. You are the target of those who would trample the liberties of free men. You are in the crosshairs of the bomb site. An enemy is centering on you. Auch diesmal möchte ich euch zwei besonders coole Machinima-Projekte vorstellen, also Videos, in denen mit der Spielgrafik von Fallout 4 andere Videos nachgestellt werden. Und diesmal kommen beide Videos wieder von der bekannten Truppe Up Is Not Jump. Von denen hatte ich euch ja schon die Nachstellung des Captain America Civil War Trailers in der letzten Folge gezeigt. Und diesmal haben sie zwei Sachen eingereicht. Zum ersten den Trailer zu Walking Dead Staffel 1 und da haben die sehr, sehr kreativ die erste Staffel von Walking Dead, also den Anfang, wo Rick Grimes das erste Mal unter Untoten ist, nachgestellt mit jeder Menge Liebe zum Detail. Den Geschwindigkeitspreis kriegen sie aber für ihr zweites Projekt, nämlich ihre Version des Star Wars Rogue One Trailers. Und zwar, weil die nur 5 Tage, nachdem dieser Original-Trailer veröffentlicht worden ist, schon ihren Nachbau in der Fallout 4-Grafik fertig hatten und da auch unglaublich kreativ jede Einstellung nachgebaut hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. If you continue to fight, what will you become? Eigentlich komisch, da bringt Automatron schon so viele neue Robotermodelle in Fallout 4 rein. Einen Fanfavoriten hat man dann aber trotzdem vergessen. Ich spreche natürlich vom Securitron aus Fallout New Vegas. Dieser Einradroboter mit dem Fernseher mittendrin, den gibt's eigentlich nicht, zumindest bis jetzt. Unsere Mod des Monats, Automatron Securitron vom Modder M, bringt ihn zurück. Den könnt ihr dann wie andere Roboter an der Roboterwerkbank modifizieren und kombinieren, also auch andere Roboter auf ein Einrad stellen. Und ihr könnt sogar bei seinem Fernsehbildschirm einstellen, welches Gesicht da angezeigt wird. Das war's für diese Ausgabe des Fallout Friday. Wir sehen uns dann in 4 Wochen zur nächsten Ausgabe. Jetzt geht da raus, kämpft den guten Kampf und Vorsicht Stufe!